Und damit herzlich willkommen zur 88. Folge vom Gothic 3 Let's Play. Wir sind hier in Zubens heiligem Palast. Haben den beim letzten Mal auch schön leergeräumt, ne? Haben jetzt auch die beiden alten Truhen, die es hier so gibt. Und schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Irgendwann müssten hier ja auch mal wieder Wachen stehen. Da ist tatsächlich wiederum ein Löwe, der aufs Maul möchte. Und der hat uns tatsächlich einen Level abgebracht. Verschwinde! Genau, da können wir noch einen weiteren Typi töten. Zum letzten Mal, raus! Alarm! Eindringling! Genau, wir wollen uns jetzt hier nicht weiter im Palast aufhalten, weil wir haben sowieso einen Teleportstein zu seinem Thronsaal. Ach, da hinten ist sogar die andere Wache. Verschwinde. Der können wir jetzt sogar mal aufs Maul geben. Nun wirst du sterben. Bleib stehen, du Hund. Genau, gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir nach Lago. Und bevor wir Lago befreien, bietet es sich an, erstens mal ein extra Safe-Game zu machen. Genau. Und dann können wir die Stadt nämlich einfach mal den Erdboden gleich machen. Ich bin bereit. Lass uns Lago angreifen. Stillen wir unseren Durst an unseren Feinden. Ich reiß dir den Kopf ab. Ist leider Gottes der Rasul gestorben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der Shakior, der kommt ja sowieso. Unabhängig davon, aber wir haben jetzt halt noch keine Quest dann von ihm. Das ist so ein bisschen das Problem. Da müssen wir halt eigentlich direkt mal... Also er ist ja generell ein Stückchen langsamer. Weg mit der Magie! Ja, verschwinde von hier! Sofort! Nun! Ja, ist doch mal gut mit deinem Musikkonzert, Alter. Ich lebe für dich. Die Schlacht ist verloren. Ups. Dem hast du es gezeigt. Ich hab's immer noch drauf. So, naja, warum habe ich jetzt vorher gespeichert? Es liegt einfach daran, genau an dieser Geschichte, ne, dass der eine da gestorben ist, der sollte ja nicht sterben. Jetzt haben wir sogar unser Eiswolfsfell zurück, alter Schwede. Hey, Lago ist frei! Was für ein Kampf! Hier, Mann, jetzt kommt die Zeit der Entspannung! Ich dachte sogar, dass er uns ein Mana-Paket gibt, aber ihr habt ja gesehen, ne, das gab jetzt erstmal ordentlich
einfach mal 2500 Erfahrungspunkte. Und das hätten wir jetzt halt nicht bekommen, wenn der tot gewesen wäre, ne? So, was sagt Shakio? Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein, Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen, und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Welche Sippen soll ich aufsuchen? Sprich mit Asaru. Er führt seine Sippe bei Braga. Suche Kajur auf. Er kämpft bei Murasul. Wutras findest du bei den Ruinen von Al-Shadim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Suche ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst, Alter. Mehr geht im Prinzip gar nicht. Die Hitze zu ertragen ist auch nicht verkehrt. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Mach keine überflüssigen Bewegungen. Bewege dich nur so wenig wie notwendig und spare deine Kräfte. Die Hitze kann anstrengender sein, als gegen eine ganze Herde Monster zu kämpfen. Genau, jetzt haben wir nämlich extra nochmal hier den Feuerskill. Also jetzt haben wir auch 105 bei Feuer. Den Resistenzen im Prinzip. Und ja, wir lassen Vatras einfach mal noch ein bisschen warten, was soll's. Genau, aber der wird uns gleich zu seiner Sippe führen. Jetzt sind wir abgerutscht bei der Tür öffnen, Alter. Warum wächst du mir? Ja, ich will mit dir reden, was denkst du denn? Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Dann können wir reden. Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen, über Artefakte und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Hurit. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen. Und befreie unser Volk. Genau, jetzt haben wir eine Quest, die für die Nomaden spricht. Wir können jetzt ja auch Wassermagier lernen, das ist sehr nice. Lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. Dieses Wissen ermöglicht dir, die wahre Macht der Zauber Adanus zu entfalten. Du wirst die Natur verstehen und sie wird deine Zauber stärken. Sehr schön. Der Weg des Wissens, na, da ist jetzt noch die Eiswelle was wir gebrauchen können. Eis und Kälte sind jetzt deine Waffen gegen alle, die sich dem Willen Adanos in den Weg stellen. Genau, was ich jetzt gerne mal noch schauen wollen würde.
Mit Shakio können wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal kurz reden wegen Watras. Nicht? Okay. Ich würde jetzt mal kurz nach Benerei gehen und kurz mal mit dem Anführer reden. Weil es kann halt sein, dass der jetzt sagt, ja, hier unsere Städte, also das sagt er sowieso. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden überfallen. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Genau, ne? Also das ist jetzt genau die Sache. Da wissen wir jetzt, okay, wir dürfen uns jetzt erstmal nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Sonst wird uns halt jeder angreifen in jeder Stadt halt einfach so. Genau, Verwandlung Fleischwanze haben wir jetzt im Prinzip gar nicht gebraucht. Das ist auch ziemlich nett. Und ich verkaufe hier mal das, was ich nicht brauche. 19.000, okay, mit den Dingern sind wir schon bei 27.000, auch nicht so prickelnd. So. Dann gab es hier vorne noch einen Händler. Ja, gut, der hat jetzt eher weniger im Angebot. Genau, aber das wollte ich jetzt bloß wissen. Also halt auf Nummer sicher gehen, ob wir jetzt hier schon komplett verdächtigt werden oder ob wir jetzt noch die Möglichkeit haben, hier anders zu agieren. Ach, alles schon gelootet, ey. Sorry, Jordian. Quatsch, Watras meine ich, verdammt nochmal. Gehen wir zu Hurit. Etwas Bewegung wird meinen Beinen gut tun. Ich werde dir folgen. Ich bring dich weg. Gut. Ja, da hat man auch schon geguckt, okay. Ja, also zu Hurit, da müssen wir jetzt einfach nur schnurgerade auslaufen zu dieser Oase da eigentlich. Dort müsste das gewesen sein. Ist jetzt nicht so schwer und hier gibt es schon wieder Schakale. Die sind halt gespawnt. Ja, und keine Ahnung, Bensala und Bakaresh wäre halt eine Option oder wir gehen dann wirklich mal nach Morasul. Morasul hätten wir halt Al-Shedim mit auf dem Weg. Da würden wir wesentlich mehr von den alten Truhen kriegen. Ja, wir sollten auch nicht mehr jeden Rotz hier aufsammeln, aber es ist halt schade, wenn dann irgendwo mal ein Grundstöckel ist, wenn man das dann übersieht, ne? Boah. Um dich ist es nicht schade. Kannst du froh sein, dass wir da jetzt nicht gerade aufs Maul bekommen haben. Mittlerweile ist Bogen, wir benutzen Bogen eigentlich auch nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, tun wir da mal die Flammenwelle und die Eiswelle hin. Ja, wobei die Flammenwelle, wie gesagt, die macht halt plus 400 Schaden. Die Eislanze macht sogar noch mehr. Also ist halt deutlich der wirkungsvollere Zauber, zumindest so auf dem Papier. Genau, da hinten sieht man schon die Oase, da müssen wir hin. Können aber auch gerne erstmal dort nach oben in die Richtung laufen. Genau, wir müssen immer gucken, ob der noch hinter uns ist. Aber das hört man relativ gut. Und ich tippe mal darauf, dass da oben Oger sind. Yep. Dich wird niemand vermissen. Ja, also das hat natürlich auch schon die Flammenwelle geschafft.
Aber wir haben ja jetzt generell noch den Skill Wassermagier, ne? Jetzt fehlt halt wirklich bloß noch der Schwarzmagier. Wobei wir auch momentan ja eigentlich gar keine Zauber davon haben. Also wir haben bisher keinen einzigen Schwarzmagier-Zauber, wenn ich mich recht entsinne. Yep. Also das wird uns jetzt nicht keine Bonuspunkte einbringen, wenn wir da Schwarzmagier lernen. Generell muss man dafür dann auch erstmal einen Lehrer finden. Sklave. Ah, hier sind wir ja schon. Da ist er ja, der Hurit. Willkommen, Wanderer. Trink einen Schluck Wasser mit uns. Du bringst uns Vatras zurück. Der Dank meiner ganzen Sippe ist dir gewiss. Wir werden mit dir teilen, was wir besitzen. Was macht ihr hier? Wir haben gejagt und jetzt wollen wir zur Oase. Aber ein paar Assassinen haben sich dort breit gemacht. Kannst du mir was beibringen? Wir teilen unser Wasser und wir teilen unser Wissen. Bring mir was über die Jagd bei. Zeig mir deine Ware. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Genau, der kann uns jetzt einen Wassermagierstab verkaufen. Ansonsten halt ziemlich viel Jagdgedönse. Die Katana ist eine schöne Waffe, brauchen wir aber nicht. Genau. Flammenwelle kann weg, Telekinese kann weg. Schlaf kann weg. Fleisch kann, wie gesagt, auch genug weg. Kaufe ich mir einfach ein bisschen was zurück. Warte, eine Fleischpflanze kann genug weg. Ja, generell auch die ganzen anderen Nebenprodukte, die man jetzt eher weniger braucht. Verwandlung Blutfliege hebe ich mal auf. Scavenger, Snapper, Säbelzahntiger, Wildschwein, Wolf kann alles weg. Krankheit heilen brauchen wir auch nicht mehr so viele davon. Da ist es vielleicht mal gut, 5 Stück zu haben. Aber wir werden wahrscheinlich eh irgendwann später die Immunität dagegen erlernen. Ah, immer noch keinen weiteren Hammer gefunden, das ist blöd. Aber es wird schon irgendwann noch kommen. Genau. So, hat er uns was zu sagen? Du hast mich sicher geleitet. Ich danke dir. Geschenkt. Wenn du es wünschst, werde ich dich segnen. Segne mich. So wie der Wind dich allzeit begleitet, wird Adanos auf deinem Weg bei dir sein. Mögest du die Kraft finden, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Geh mit dem Segen Adanos. Sehr gut. Genau, hier können wir wieder was über die Geschichte lesen. Uninteressant. Okay. Hier steht nichts Neues. Das ist sehr schade, weil diese großen Steintafeln waren eigentlich immer die, die wichtig waren, aber egal. Hier ist zumindest eine alte Truhe. Also der nächste Stab ist der Stab der Dunkelheit. Und mit dem würden wir den Schwarzmagier erlernen, der uns aber aktuell überhaupt nichts bringt. Oh. Da. Ah, es ist sehr schade. Da. Mindestens kann man diese Drachenwurzel einfach nicht übersehen. Und das Urvieh auch nicht. Die mittlerweile Free-Shot sind.
Ja, wir haben auch gehört, die Oase muss befreit werden. Und die nächste alte Truhe, die wird auch interessant, weil da geht's dann weiter mit theoretisch Stab der Herrschaft, also die stärkeren Stäbe, die zwar auch Feuermagier mit sich bringen. Aber halt noch einen extra Bonus haben. Genau, gibt's bei der Steintafel vielleicht was? Uninteressant. Hm. Ja, wenn es ja schon eine alte Truhe gibt, dann muss ja nicht alles andere noch interessant sein, was es hier so gibt. So wurde sich das hier wahrscheinlich gedacht. Wie gesagt, ich würde jetzt mal noch die Dingens da angreifen wollen. Die Oase. Lass uns die Oase zusammen angreifen. Gut, wir können angreifen, sobald du bereit bist. Greifen wir jetzt an. Auf geht's. Genau, ich renne mal großzügig. What the fuck? Ach so, weil ich Magie gezogen hatte, alles klar. Können sie natürlich auch erstmal in die Mitte davon stellen, weil die wissen ja noch gar nichts. Hör auf mit der Magie! Genau, der eine hieß so gut. Ich glaube, der hat gar keine Quest für uns. Gothic 3 ist so gut. Ich glaube, der hat keine Quest für uns, oder? Ach ja doch, das ist der mit die Erzdiebe. Ja, bei dem dürften wir jetzt vielleicht sogar 10 Erzrohlinge gefunden haben, ne? Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Irgendwie ist auch die Hitbox von der Eislanze größer, finde ich. Aber wir haben jetzt einfach mal jeden Schuss getroffen. Das ist schon ein kleines bisschen creepy. Genau. Da haben wir das jetzt. Ja, dann kann man im Prinzip eigentlich auch nach Aishedim laufen, wenn man es mal so sieht. Weil der Weg dahin, der ist jetzt auch nicht mehr so weit. Da vorne sind, glaube ich, also links wäre das dann sowieso. Das ist halt so lächerlich, wenn die da oben hängen wie die Blöden. Und halt ohne wissen, wie sie wo lang kommen. Ich
finde, man hätte machen sollen, dass man das dann als Wassermark ja auch schneller casten kann, weil das ist halt so absolut lächerlich. Man braucht halt da immer noch so ewig lang dafür. Und da drüben waren wir ja schon mal, dort hatten wir im Prinzip den Paladin. Und da war ja was zum Ausbuddeln, da hatten wir damals aber noch keine Schaufel gehabt. Deswegen ist sich das halt jetzt anbietet, da jetzt hinzugehen und zu sagen, jawohl, hier, guck mal da mal rein. Ach, dem kann man nicht mal sagen, dass sein Dings angekommen ist, ist ja auch witzig. Genau, hier war nämlich was zum Buddeln. Was haben wir denn da? Ja, es sind jetzt eh nicht die größten Schätze drin. Aber das, was wir da sehen, da vorne ist halt Morazul. Und da links hinten ist Al-Shedim. Al-Shedim ist halt die zweitgrößte Tempelanlage, der wir uns jetzt mal widmen wollen. Ist halt schon sehr nice, dass die einfach schön runterbrennen und wir hier relativ einfaches Geleit haben. Lol, Goldader. What the hell? Ja, das erlebt man selten in der Wüste und hier gibt es aber auch wieder was zum Ausbuddeln. Das kenne ich auch gar nicht, dass hier so in der Nähe was zum Ausbuddeln ist. Ja, okay, war jetzt auch nicht das Geiste drin, noch eine Spitzhacke extra mit verbuddelt. Ist aber auch so ein bisschen witzig gemacht, falls man halt keine Spitzhacke hat. Das war gerade sehr lucky. Das hätte auch schnell mal schief gehen können. Und da drüben ist schon wieder was zum Ausbuddeln. Was ist denn hier los? Genau, da hinten ist. Was haben wir denn da? Da hinten ist die Oase von Hurit. Auch kein Problem. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Das ist auch der beste Spruch, Alter. Genau, Al-Shedim finden, gibt schon mal XP und sich in Al-Shedim zurechtfinden, gibt gefühlt dann auch nochmal XP, weil man hat dann hier so ein bisschen questmäßig zu tun. Wir werden ja auch gleich wieder auf Wassermark hier treffen. Ah, hier muss man nämlich schön viele Sachen dann später sammeln. Ah, nochmal ein schöner Ausblick nach Morazul. Na, und hier sind nämlich dann auch schon die Nomaden. Da war jetzt auch ein Teleportstein dabei. Das kenne ich schon. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innersvolkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Was hast du vor? Satoras sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Genau, wir müssen jetzt erstmal die anderen da benachrichtigen.
Ja, und er sagt ja, er hat ja jetzt hier schon gesagt, ja, kenne ich schon. Liegt halt einfach daran, dass man, wenn man schon genug gelesen hat, dann kennt man das halt schon. Ja. Wenn man jetzt aber hier frisch angekommen wäre und hätte noch keine einzige Steintafel gelesen, dann wäre das halt was anderes gewesen. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich... Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr, aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Vutras. Er wird wissen, was zu tun ist. Genau. So, das war's aber dann jetzt auch erstmal mit der Folge. Wir reden dann in der nächsten Folge mit Vatras weiter. Haut rein, euer Zadas.